Herzlich willkommen aus dem Kasseler Auebad. Wir sind hier heute bei einer Sportart, die man nicht unbedingt so kennt, nämlich beim Wasserball. Und ich will mir das einfach mal angucken und stehe hier mit dem Spielertrainer. Was erwartet uns heute? Hallo, ja, heute gibt es ein Programm voller Action, brodelndes Wasser, jede Menge gute Laune, sehr viel Spaß, alles drin. Also quasi das, was Wasserball ausmacht. Aber erklär mal ganz kurz, was ist denn Wasserball eigentlich für eine Sportart? Wasserball lässt sich, denke ich, am ehesten vergleichen mit dem Handball, wie wir es heute kennen. Es gibt zwei wesentliche Unterschiede. Das eine ist, dass wir uns im Wasser befinden. Der andere ist, dass wir den Kreisläufer ersetzt haben durch einen Center-Spieler, der zentral ist für das Spiel und der jederzeit anspielbar sein muss. Aber was macht denn eigentlich den Reiz aus des Wasserballspielens? Also ich finde am schönsten am Wasserball, dass es einfach eine gesunde Härte mitbringt. Es ist trotz der Tatsache, dass es im Wasser stattfindet, ein sehr, sehr schneller Sport, der sehr, sehr actionreich ist und der trotzdem eine sehr enge Community hat und in dem unglaublicher Zusammenhalt da ist. Das finde ich sehr schön. Ich habe mich eben schon mal ein bisschen umgeguckt. Die Jungs, die hier trainieren oder auch Frauen, die hier trainieren, die sehen teilweise aus, als wären sie richtige Kerle, richtige Bäume. Was muss man denn für Skills mitbringen? Was sollte man mitbringen, wenn man Wasserball spielen möchte? Ja, also natürlich, wie du es schon angesprochen hast, Größe ist definitiv ein Vorteil, auch im Wasser, weil man einfach die Masse mitbringt, um nicht so leicht unterzugehen und untergetaucht zu werden. Ich denke, ein bisschen Ballbehandlung sollte man mitbringen, rudimentäre Schwimmskills wären nicht schlecht und den Rest bringen wir den Interessierten dann schon bei. Ich meine, was wir vor allen Dingen gerne hätten, wenn wir wieder ein paar Jugendliche dazu kriegen würden. Wir hatten schon immer ab und zu Jugendliche, aber die haben dann sehr schnell immer wieder aufgehört, weil man muss dazu sagen, dass Wasserball zu einem der körperlich anstrengendsten Sportarten gehört, die es überhaupt gibt. Und man muss natürlich Voraussetzungen gut schwimmen können und man muss auch ein gutes Wasserballgefühl haben. Es nützt nicht, wie manchmal nur Handballspieler, die dann nicht schwimmen können, dann bringt das meistens auch nichts. Umgekehrt, wenn einer nur schwimmen kann, muss er auch Ballgefühl haben. Ne? Also das ist so eine Sache. Und ich bin immer der Meinung, ich habe jahrelang eben auch Schwimmer trainiert, dass ein Mannschaftssport einfach das Schönere ist. Und ich hoffe, dass wir noch einige Jahre hier erfolgreich diesen Sport durchführen können. Das war unser Eindruck vom Wasserball hier aus dem Kasseler Auebad und ich kann nur sagen, es ist eine unheimlich intensive Sportart, eine sehr, sehr anstrengende Sportart, die aber extrem viel Spaß macht und wer sich mal komplett auspowern will und dabei noch ganz, ganz viel gute Laune verspüren möchte, der sollte einfach mal vorbeikommen. Ich garantiere euch, es ist schweineanstrengend, macht extrem viel Spaß und ist saunass. Und bis dahin sage ich Tschüss, auf Wiedersehen und wie immer, bleiben Sie sportlich.